Preach! Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch befreien. Aber wir sind Nachkommen Abrahams und niemals Sklaven gewesen. Wovon sollen wir eigentlich befreit werden? Eins ist sicher, jeder der sündigt, ist ein Gefangener der Sünde. Wenn euch also der Sohn Gottes befreit, dann seid ihr wirklich frei. Search! Herr, lass mich reimen. Nein, will ich schreien. Nein zu der Welt, weil sie ist nicht mein Heim. Und nein zu der Sünde. Nein zu dem Tod. Ja, zum Leben. Ja, zu Gott. Nein zur Verwirrung, weil Christus ist Wahrheit. Nein zum Nebel, weil Christus schafft Klarheit. Nein zum Gemeinsein. Nein zur Verplantheit. Ja zu der Reinheit und Einheit und Freiheit. Nein für das Alte. Ja für das Neue. Nein für die Blindheit. Ja für die Reue. Nein für Verleugnung. Ja für die Treue, ja für ein Schiff und Jesus am Steuer. Ja für Reich Gottes, ja für sein Plan. Ja für Erlösung, ja für sein Lamm. Nein für den Spruch, Gott du bist unfair. Ja für die Entscheidung des Lebens, die Umkehr. Niemand kann gleichzeitig zwei Herren dienen. Wer dem einen richtig dienen will, wird sich um die Wünsche des anderen nicht kümmern können. Genauso wenig könnt ihr zur selben Zeit für Gott und das Geld leben. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euren Lebensunterhalt, um Essen, Trinken und Kleidung. Leben bedeutet mehr als nur Essen und Trinken. Nein für Cash, Reichtum, Imperium. Nein für das Wohlstandsevangelium. Nein für die Kisten aus Eisen auf Reifen. Ja zur Bereitschaft für Christus zu leiden. Nein für den Spruch, genieß deine Jugend. Ja für die Weisheit, präge die Tugend. Nein für man muss im Leben alles probieren. Ja zu Gottes Furcht niemals verlieren. Nein für daheim sein, nein zum Anpassen. Ja zum Verkünden der Botschaft auf Straßen. Ja für die Brüder, nein für die Rassen und nebenbei, nein zur Spaltung der Klassen. Nein zum Gelaber in der Hollywood-Rubrik. Nein zu den Götzen in Filmen und Musik. Nein zu den täglichen Lügen im Fernsehen. Ja zu dem Eifer, Herr, ich will mehr sehen. Obwohl die Menschen Gott schon immer kannten, wollten sie ihn nicht anerkennen und ihm nicht danken. Stattdessen beschäftigten sie sich mit belanglosen Dingen und konnten schließlich in ihrer Unvernunft Gottes Willen nicht mehr erkennen. Sie meinten, besonders klug zu sein und waren in Wirklichkeit die größten Narren. Statt den ewigen Gott zu ehren, begeisterten sie sich für vergängliche Idole. Nein für das Streben nach Ruhm und Ehre. Nein für im Mittelpunkt steht die Karriere. Nein für das Denken, dass Gott dich nur disst. Plus ja für im Zentrum steht Jesus Christus. Nein zum Fleisch, ja zum Geist. Ja zur Gnade Gottes und deren Preis. Nein zum Stolz, ja zum Kreuz. Ja zum Entschluss, ich bin doch nicht so toll. Ich sag straight wie es ist, Menschen werden immer blinder. Die Eltern kaufen sie Kippen vor Augen ihrer Kinder. Gott brachte die Freiheit, doch sie verstehen sie anders. Sex, Pornografie, Scheidung sind ihre Standards. Sie bauen nicht auf Gott, denn sie schauen nicht auf Gott. Sie glauben nur sich selbst und ihrem Geld. Vertrauen keinen Gott und ich bin froh, wenn diese Message brennt wie nach einer Qualle. Somit vermeidest du die Falle, so machen's alle. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott hat nämlich seinen Sohn nicht zu den Menschen gesandt, um über sie Gericht zu halten, sondern um sie vor dem Verderben zu retten. Wer an ihn glaubt, der wird nicht verurteilt werden. Wer aber nicht an den Sohn Gottes glaubt, über den ist wegen seines Unglaubens das Urteil schon gesprochen.